Moin und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir haben heute den 20.12.2023, 15.50 Uhr. Für mich also heute Mittwoch. Letzten Freitag habe ich dieses Video für euch abgedreht und immer vergessen, ein Intro zu drehen. Und ich hatte keine Lust, weil derzeit Dart-WM ist. Und ich hatte auch keine Lust, weil ich mir eine Schraube in den Reifen gefahren habe und mir erstmal vier neue Reifen für dieses Auto kaufen muss. Ja, damit geht es dann im nächsten Video weiter, weil der Schaden habe ich jetzt letzten Freitag erst gefunden. Da hört dieses Video schon auf. Ja, wünsche ganz viel Spaß, gerne Like und Abo da lassen, guckt unten in die Videobeschreibung. Viel Spaß. Sehen die Bäume nicht einfach schön aus, wenn da so ein Schnee drauf ist und oder was Eis drauf gefroren ist? Ich finde, das sieht total klasse aus. Mein erster Teil für dieses Video, ich habe heute das letzte abgedreht, das andere, was ihr letzte Woche gesehen habt. Und ich muss heute das erste Mal nach Oromasil in diesem Video. Was danach passiert, weiß ich nicht, ich habe keine Aufträge. Heute ist Donnerstag, mal schauen. So, jetzt erzähle ich die Straße nach Eckelingen hin. Das sieht ganz anders aus, als wenn es nicht taut. Ich hatte schon gar keine Idee mehr, was ich euch hier nochmal zeigen kann. Ich fand das schon so wenig gefilmt, weil es einfach immer dasselbe ist. Aber heute ist es einfach mal ganz was anderes. So, jetzt geht es nach Eckelingen rein. Heute fahre ich hier sogar mal freiwillig lang, das gibt es auch. Sonst nur, wenn die B210 die Abfahrt der Wippen gesperrt ist. Aber es sieht echt im Winter ganz anders aus. Hier sieht alles so schön aus. Sieht aus wie so ein Bilderbuch aus dem so ein Weihnachtsbilderbuch, finde ich, oder ein Foto für einen Kalender. Keine Ahnung, wie der Ort hier heißt, aber ich finde es hier echt schön, gerade so im Winter. Für Kamera kommt es natürlich nicht so schön rüber, hätte ich mal eine große Kamera mitnehmen sollen. Aber es sieht echt wunderschön aus. Das sieht alles so anders aus, als wenn kein Schnee liegt. Und hier sind wir hier in der Hohenkirchen. Gut, hier komme ich auch nicht so häufig hin, weil es einfach zu weit weg ist. Hier zu Hause auch in der Erfe, aber gut, Wangerland ist es. Ich finde es aber eigentlich ganz schön. Hier war ich noch nie. Ich war noch nie in Oromasil, glaube ich. Heißt das so? Ja, ich glaube wohl. Ich dachte, das liegt ganz woanders. Ich dachte, das liegt irgendwo in der Aurier gegen Aurienten, aber ist gar nicht so. Ja, und weiter geht. Ich bin gerade durch einen Ort gefahren, den ich glaube ich Gotteis. Ich habe das nicht genau lesen können, weil das Schild eingefroren oder verschneit war. Wir haben so minus 2,5 Grad heute. Das ist für Ostfriesland schon verdammt wenig. Oder sehr kalt, sagen wir mal so. Ich fühle mich gerade, als wenn ich im Urlaub bin. Erstmal sieht es hier total fremd aus, wenn ich immer gerade 20 Kilometer von meinem Wohnort zu Hause entfernt bin. Aber so winterlich kenne ich mein Ostfriesland gar nicht. Und ich war noch nie im Winter hier in dieser Gegend, weil ich da sowieso nicht hinkomme. Keine Ahnung was. Ja, hier merkt man schon, es wird gleich dunkel. Ich befinde mich jetzt wieder auf dem Rückweg. Ich musste nur irgendwie mithelfen, einen Sofa von einer Waschmaschine runterzustellen. Ich meine, gut, die Treppe war aus Eis, also eine verzinkte Stahltreppe. War natürlich ganz gut glatt. Aber ja, es ging ganz gut, muss ich sagen, für das Geld, für das schnell verdientes Geld. Gut, die Arbeit an sich hat halb so lange gedauert, viertel so lange wie die gesamte Fahrt. Ich meine, ich fahre jetzt eine halbe Stunde hin und eine halbe Stunde zurück, ist eine Stunde weg. Plus der Sprit. Die Arbeit hat irgendwie 10, 12 Minuten gedauert oder sowas, wenn überhaupt. Ja, war ganz in Ordnung. Ich finde das so interessant, dass ich so weiß, ich kenne das gar nicht. Aber ich finde das wirklich faszinierend hier. Sieht wirklich schön aus. Kommt auf der Breitbildkamera natürlich nicht so rüber, schön rüber. Aber ich kann es hier im Real Life ganz gut erkennen. Das sind so richtig schöne, detaillierte Baumaufnahmen. Das sieht so schön aus. Ich habe auch keine Lust noch nach hier auszusteigen, um hier zu filmen. Erstmal will ich noch tanken. Und zweitens, ich muss noch einen Karton holen. Ich wollte gestern schon eine Soundbar verschenken, aber das habe ich nicht geschafft, weil ich keinen passenden Karton hatte. Dann muss ich nachher noch zum Möbelhaus des Vertrauens. Wir haben jetzt ungefähr 25 Minuten später als die letzte Aufnahme. Es ist verdammt viel dunkler geworden, oder was meint ihr? Es ist noch vor 4:30 und es ist fast dunkel. Hier mit der Kamera kommt es noch heller rüber als in Wirklichkeit. Auf der Kamera wirkt es so hell, aber in echt ist es schon fast dunkel draußen. Ich fahre dann zur Bahn und hole mir dann Karton und ich hoffe, die haben so eins, wo ich nicht viel zusammenschneiden muss. So eine Soundbar kennt ihr sicherlich. So ein, das ist nochmal ein anderer Begriff. Soundbar heißt es, glaube ich. Für einen Fernseher ursprünglich gibt es natürlich keinen passenden Karton. Ich habe keine Lust, nach Specht, nach Rebsort zu fahren und dann einen Heckenschere-Karton zu holen. Nur muss ich wohl irgendwie vom Bahnhof holen und den zurechtschneiden. Gut, die haben die auch nur Möbelkartons. Da hole ich eigentlich immer Kartons. Bloß so einen haben die auch nicht am Werk da liegen. So, für mich ist heute schon der nächste Montagnachmittag. Zuletzt habe ich Donnerstag gefilmt. Freitag habe ich keine Lust gehabt zu filmen.
Ja, da habe ich jedenfalls am Schützenplatz einen Anhänger voll Steine abgeholt. Das ist auf jeden Fall unter einer Tonne Zuladung, da habe ich auch tüchtig drauf geachtet. Ja, ich doof, dass da jetzt Schnee drauf ist, der wiegt natürlich auch noch ein bisschen, aber ich muss nicht weit fahren. Jetzt weiß ich auch, warum der Wagen nicht mehr so schnell, nicht mehr vorwärts wollte. Er war ein bisschen überladen. Ein bisschen, aber auch nur. Wie viel sage ich jetzt nicht vor laufender Kamera? Nee, ich fahre jetzt nach Esens hin. Ja, da muss ich noch Fahrräder abholen. Muss eigentlich auch noch nach Bad Vorden, bloß das schaffe ich heute nicht mehr alles. Der Abladen hat dann doch ein bisschen länger gedauert als gedacht. Ja gut, bin ich auch günstig weg und weggekommen, war schon in Ordnung. Ich hätte noch ein bisschen weniger gerechnet, aber gut, kann ich jetzt auch nicht ändern. So, wir fahren jetzt hier nach Esens. Wir haben es jetzt 5:30 schon. Ich weiß nicht, wo der ganze Nachmittag geblieben ist. Ich habe noch ein Paket gepackt, ich habe noch eine Soundbar. Ich hatte immer mal eine Haushaltsauflösung gemacht in Wittmund. Das Video habt ihr schon längst gesehen. Da habe ich auch ein paar Gewürze geholt, habe ein paar Weine gefunden. Ich darf hier keine Namen nennen. War vom großen Immobilienunternehmen hier aus unserer Gegend eine Haushaltsauflösung. Ja, und da hatte ich noch Musik, so eine Soundbar halt von verkauft. Ewigkeit nach einem passenden Karton gesucht, hatte ich nur einen Kühlschrankkarton gefunden. Der war viel zu breit und viel zu hoch. Musste ich alles zusammenschnippeln. Da war ich wohl eine Stunde bei. Ja, darum ist mein ganzer Tagesplan am Arsch. Eigentlich wollte ich hier erst nach Bad Vorde fahren, aber dann fahre ich doch erst nach Esens zum Niedersächsischen Internatsgymnasium. Da waren wir auch schon mal. Ja, der mein Kontaktmann, der Lanz Bulldog-Kerl, der hatte mich angerufen, ob ich ein paar Fahrräder abholen kann. Das war letztes Mal, habe ich auch eine Gazelle abgeholt, das war ganz gut. Ja. Mal schauen, eigentlich lohnt sich es nicht, aber komm, ich habe sowieso gerade nichts zu tun. Ja, stehen wir hier gerade in Burhaven. Ich wäre froh, wenn ich schon wieder zu Hause wäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Keine Lust mehr, bei dem Scheiß weiter zu arbeiten. Dunkel wird es auch schon gleich. Ich bin noch nie um 4:30 abends nach Esens rausgefahren. Gerade bei so einem scheiß Wetter nicht. Aber was willst du machen? Zumindest sind die Straßen trocken noch. Meine Mutter hat ja schon gedroht, es kommt Eisregen. So, jetzt wird ein bisschen heller. Ich meine, ich bin da gestern, wo es dunkel in Esens, auch für euch gerade im Video, also soll ich da jetzt filmen. Wenn euch interessiert, wie es um Niger aussieht, das habe ich schon mal ein Video von gemacht, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ich zeige euch gleich um die Räder. Ich muss gucken, welche ich da. Wir sind zwei Gazellen bei, die will ich behalten. Ich habe die jetzt noch nicht vom Anhänger runtersortiert, weil ich allein das Netz nicht drauf runterkriege. Ja, habe so ein bisschen Sorge wie beim Auto. Ich bin jetzt über 10 Kilometer gefahren und die Temperaturanzeige ist noch nicht ausgeschlagen. Es wird hier zumindest einigermaßen warm drin. Ich hoffe, das legt sich noch alles. Ja, das hier sind meine ganzen Räder. Ich weiß, ihr seht nicht viel, aber ich wollte es wenigstens in die Kamera halten. Ich hatte mir erst überlegt, die zu behalten. Da sind zwei Gazellen drauf, die behalte ich. Union war auch mal früher eine richtig gute Marke, bloß du kriegst da kein Geld mehr für. Und im Winter kaufst du eh keine Fahrräder. Ich weiß nicht, wie lange ich meine Scheunen noch habe. Darum kommt das jetzt einfach alles weg. Nur die zwei Gazellen, die packe ich mir mal an die Seite. Normalerweise mache ich den Wagen ja mal aus, aber bei einem halben Liter Dieselverbrauch pro Stunde kann ich noch genauso gut laufen lassen. Jetzt kommt die Temperatur auch so ein bisschen, ich hoffe, ihr seht das. Ja, ist draußen natürlich arschkalt, aber neulich war es noch kälter. Ja, mal gucken, jetzt geht's los zum Schrottplatz. Willkommen bei Roman im Glück. War ich da gerade am Schrottplatz, wurde der Schrottplatz auch gerade leer gemacht. Ja. Kommt eine Firma aus Holland, die holt denn da die Metalle ab. Das würde sich ja für mich nicht lohnen, für meine Tonnage da ganz nach Holland hinzudüsen. Ne, aber gut. Ja, ich wollte auch nach hinterher wieder zurück nach Bad Vorde oder Burhaven, eins von beiden. Da kann ich jetzt auch knicken. Wir haben es jetzt 16 Uhr. Ich muss erstmal in Amerika Weg nach Hofel oder was das ist, also in meiner Nähe des Wohnortes. Ja, gar keine Lust zu. Ich wollte in deinen Bläser Burhaven, was ich dann gerade auch immer meinte. Da wollte ich gestern schon hin. Da habe ich gestern schon abgesagt, wegen Dunkelheit und keine Ahnung was. Ist das denn irgendeine Scheiße hier? Ja, und da wollte ich eigentlich heute hinfahren. Kann ich heute auch wieder vergessen. Ja, das einzige Positive war noch zwei Gazellen auf dem, bei dem Fahrradberg mit dabei. Waren viele schöne Räder dabei. Bloß, ich kann erstmal das zu lagern, lohnt sich einfach nicht. Dann hätte ich auch allein das Netz wieder nicht, weil da muss ich ja zwei Netze nehmen. Hätte ich auch nicht drauf gefummelt bekommen. Da muss man mal einen sauren Apfel beißen, was ich wirklich sehr schade finde, weil das waren eigentlich schöne Fahrräder, noch keine 5 Jahre alt teilweise. Ja, teilweise mit Alurahmen musste ich alles so in Blechschrott schmeißen. Willkommen bei Jefer im Schneechaos. Wirklich ein schönes Wetter, gerade schon gesagt. Ein schönes Weihnachtswetter zum Arbeiten, scheiße, auch wenn es irgendwie schön ist. Ja, hoffentlich ist das Jahr bald vorbei und es ist schnell Weihnachten, sind noch 19 Tage bis zum Heiligabend, heute um 5.12. Meine Tante hat Geburtstag. Ja.
Die Schnauze echt voll ist, ja. Und Geld gibt es ja auch irgendwie nicht. So, wir sind wohl wieder in Klevern, oder fast in Klevern. Ist das noch Klevern oder ist das schon Sandel? Ich weiß es nicht. Die Straße fahre ich ja eigentlich jeden Tag. Eigentlich müsste ich mir noch meinen Anhänger hier angucken, aber habe ich auch keine Lust zu. Ja, so verschneit sich das wirklich traumhaft aus. So leider scheiße zum Arbeiten. Sieht echt schön aus, oder nicht? Ja, ja, gestern Abend da beim Niege in Esens. Da habe ich noch mit dem Lanz Bulldog-Kerl unterhalten. Lanz Bulldog René nenne ich ihn ja immer. Ja, der sammelt halt alte Trecker. Hauptsächlich Lanz Bulldog, finde ich natürlich sehr sympathisch. Da haben wir so ein bisschen unterhalten über die Oldtimer-Treffen dieses Jahr in Sandlermöns, wo ich auch mit euch zusammen war. Da haben die Leute nachts im besoffenen Kopf Motorroller abgefackelt. Ja, eben solche ähnlichen Dollheiten, nenne ich es einfach mal, wie du es jetzt sagen würden, haben sie auch in euch Show gemacht. Darum sind bei den Treckertreffen nächstes Jahr strenge Kontrollen. Ab 22 Uhr keine Musik mehr, damit sowas halt unterbunden wird. Ist natürlich schade, aber tja, geht ja nicht anders. Ja, willkommen im verschneiten Kloster. Wir haben jahrelang nicht so viel Schnee gehabt wie dieses Jahr. Morgen soll es wieder tauen, hab ich gehört. Ja, gehört. Der eine sagt morgen, der andere sagt nächste Woche. Heute ist Dienstag. Rechts abbiegen auf Amerikaweg. So, das sind noch die beiden Gazellen, die ich übrig gelassen habe gestern. Den brauchte ich im Dunkeln auch nicht mehr zu filmen. Wer mir bei Facebook folgt, hat das aber, Instagram folgt, hat die aber schon gesehen. Ja, ist noch ein relativ neues Modell. In der Farbe kenne ich die gar nicht. Finde die aber echt schön. Fährt auch noch. Ja, ich stelle die jetzt erstmal trocken und dann vielleicht gehen sie die Tage weg, vielleicht auch aus dem Frühling. Ich weiß es nicht. So, ich fahre jetzt weiter nach Burhafen. Ich war gerade bei meiner Scheune, konnten die wahrscheinlich sehen, aber die Fahrräder haben abgeladen. Ja, ich habe noch einen restlichen Schrott vom Amerika-Weg da drauf. Fahr ganz netter Kerl, ich tufte da meinen Anhänger mal nachstehen, damit ich nicht erst wieder unten fahren muss. Aber vom Mixer, da kneift er sich natürlich das Kabel ab und bringt das selber zum Strand. Du. Nee. Ah, so gegeizt, das kann ich jetzt noch wieder nicht ab, aber egal. Man muss aber ein bisschen was für sein Ohr tun. Ja, jetzt fahre ich weiter nach Burhafen, da sollte ich eigentlich schon vorgestern hingefahren sein. Ich hoffe, das ist noch da. Ich weiß es aber nicht. So, wir haben es 2 Minuten vor 4:30. Ist jetzt schon dunkel, aber Kamera ist heller, als es in Wirklichkeit ist. Ja, schön, eigentlich war nur eine Spülmaschine, ein Trockner. Ja, und dann noch ein paar Fahrräder, ein Lüfter und ein Schraubstock. Dann habe ich noch einen mehr für meine Sammlung. Ein schöner großer Schraubstock, habe ich direkt an der Seite gepackt. Ja, da kriegt man noch 20, 30 Euro für. Ja, seht ihr überhaupt was? Ich stehe jetzt hier in Wittmund auf dem AOK-Parkplatz. So heißt das hier, heißt es überhaupt so? Rathausparkplatz ist das. Also das ist das Rathaus, wo ich jetzt drauf zeige mit meinem Finger. Ihr seht das, was keiner mehr. Also da, wo die Lampen hier an sind. Hier habe ich Gewerbe angemeldet. Ja, und ich gehe jetzt Zigaretten kaufen. Zigarillos, beziehungsweise. Wird sogar unter Zigarren geführt. So, gehe ich jetzt mal in die Papeterie und Buchhandlung Diversus oder so ähnlich heißt der Laden. Ja. Dann kaufe ich immer meine Pipers, die gibt es nur da, kann auch kein anderer Laden unterkriegen. Und ja, ich gehe einfach gerne in den Laden und bin froh, dass ich die da kriegen kann. So, gestern habt ihr wahrscheinlich nichts mehr gesehen. Ich habe noch den Nikolaus getroffen. Habe ich auch bei Instagram und Facebook gepostet. Ja, ich fahre heute nach Leer. Privat allerdings, ja, wir sind gerade hier in Markartsmoor. Benannt nach Eduard van Markart. Die Etappe meiner Lehrreise ist nach 300 Wiesmoor. Metern rechts abbiegen auf Hauptstraße B436. Muss ja diese B436 heißt, B437 kenne ich wohl. Ja, hier ist eigentlich ganz schön, hier war früher auch, ist immer noch ein altes Lampengeschäft, wusste ich gar nicht. Da die hat mal zugemacht, da saß der Laden davor, glaube ich. Ja, blöd zu fahren von mir aus nach Leer, dauert lange, sind 45 Kilometer, dauert aber fast eine Stunde dahin zu übernachten. Weil alles nur über Landstraßen ist, durch Ortschaften, durch jeden darfst du nur 50 fahren, davor gerade nur 70 und das meiste ist 80. Jetzt sind wir hier in Vossbach, heißt es hier, glaube ich, nicht zu verwechseln mit Vosslab. Ja, hier darf man nur 70 fahren, nicht 80, das nervt mich schon wieder. Vor mir fährt einer aus Essen, der hält sich natürlich auch an die Geschwindigkeitsbegrenzung hier. Weil da, wo der herkommt, gibt es halt viele Blitze und viele Verkehrspolizeistreifen. Hier ist es ja mehr oder minder egal.
nicht hin, weil zum Schrott abholen lohnt sich nicht. Ich habe hier auch keine Connections, sag ich mal, außer Matthias in Wiesbaden, sonst hier so die Gegend fahre ich eigentlich nicht hin. Ich war ja noch nie Flyer verteilt, weil das einfach von mir zu weit weg ist, von der Mülldeponie zu weit weg ist. Hier haben wir, nee, gibt es auch eine Mülldeponie, aber ich kenne die Preise nicht und von daher fahre ich hier normalerweise nicht hin. Jetzt sind wir in Backbahn, wo war ich denn vorher? Ja, die Leute, die hier kennen, wissen das wohl. Hier wird übrigens auch Bier gebraut. Aus dem Friesenbräu. Da ist eine Kirche, habe ich heute auch keine Zeit reinzugehen. Ich bin jetzt hier gerade in Hesel bei Aral. Die habe ich vor 10 Jahren, als ich meinen Führerschein bekommen hatte, schon mal getankt. Meiner ersten Tankung außerhalb von Wittmund auf dieser Tankstelle. Also damals eine Freundin in Rauderfehn. Mittlerweile hat sie ihr drittes Kind. Ja, Hesel haben wir jetzt durch. Ich stehe hier beim Hotel Milano, heißt das glaube ich, Hotel Breit. Seit 27, aber es war eine direkte Überlegung. Meine Scheibe vorne ist schmutzig, fällt mir auf. Ätzend. Da sind schon wieder irgendwelche Schilder, die mich beunruhigen. Das hat aber mit Sperrungen nichts zu tun. Das ist auch eine Score-Tankstelle, wusste ich auch gar nicht. Dann neulich in Dornum. Da war auch einer, habe ich auch gewundert. Ja, ich fahre hier schnurstracks auf Leer hoch, Richtung Leer hin. Jetzt bin ich auch ganz gut durchgekommen, obwohl hier das Wetter schlechter wird. So, also in Loga bin ich schon mal. Loga bei Leer heißt es auch immer. Oder Loga Bierung gibt es auch noch. Die Loga ist auch ein Fluss hier. Ist aber nicht sogar der Fluss neben der Ems. Ja, hier war ich vor Jahren mal. Ich bin ewig nicht mehr hingefahren, weil mir das zu weit zu fahren ist. Und ja. Aber an und für sich finde ich, dass Loga ein schönes Dörfchen ist. Ich finde das hier ganz nett, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß gar nicht, wie groß der Ort hier ist. Hier ist noch ein Bücherladen. Das ist ja so ein Held von der Bücher immer wieder. Wie liest heute da noch Bücher und wenn, dann bestimmt man die noch im Internet, oder nicht? Schöner 535D von BMW. Ja, hier ist leer. Müsste eigentlich schon leer sein. Ich weiß noch nicht, wie weit ich jetzt zum Bahnhof muss. Ich muss lange an der Ampel stehen. Das liebe ich ja. Aber bislang hat der Safira gut durchgehalten. Das einzige Problem, was er immer hat, ist, dass wenn man im Stand startet, der erste Gang ist schlecht reingeht. Man muss halt immer erst den zweiten schalten. Von sich aus geht es sonst gleich im dritten los. Das ist so ein bisschen nervig, gerade hier so eine große Stadt, wo man häufig anfahren muss. Aber ansonsten hat er jetzt 16.000 Kilometer knapp gut durchgehalten mit einem großen Anhänger hinten dran. Ja, wir sind natürlich jetzt gleich hier in der Nähe. Hier vorne sind schon die Straßen gesperrt wegen Zug. Ja, mal gucken. Dann stehe ich hier, wo ich gerade auch stand, nur 1,5 Stunden später ungefähr, von der anderen Seite. Ja, hat nicht geklappt, so wie ich das wollte, aber egal, haben wir was anderes gesehen, außer die üblichen Strecken. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen. Ja, ganzen Tag nichts gemacht, heute Morgen eine Buchführung gemacht, Weihnachtsgeschenke bestellt. Bin noch nicht so wirklich weitergekommen. Morgen werde ich aber wieder eine Runde arbeiten. Ein schöner Anblick jetzt hier so, finde ich. Gerade so im Dunkeln. Da ist hinten das Burger King, da ist McDonald's. Ich würde mir doch gerne was zu essen kaufen, aber mir ist das einfach zu teuer. Heute ist hier auch extrem schlimm mit den Ampeln. Das habe ich noch nie so erlebt, während meiner ganzen Selbstständigkeit nicht. Das ist ja auch schon über 1,25 Liter. Ja, wie viele Kilometer habe ich jetzt drauf betreut? 14.000 ungefähr. Wagen läuft immer noch. Ich habe heute übrigens Öl für meinen Safira bestellt. Öl und Filter, zusammen 41 Euro irgendwas. 5,40 Euro gönne ich dem guten Wagen hier. Ja, ich hoffe, dass er im Winter ein bisschen schneller warm wird. Geht mal weiter. So, dann stehe ich hier wieder irgendwo rum. Warum, weiß ich gar nicht. Eine Ampel ist hier, glaube ich, gar nicht. Natürlich saumäßig neblig. Hier fällt das nicht so auf, aber die Kamera kommt sowieso nicht so rüber. Ah, Navi hat schon 7 Minuten länger als die Hinfahrt prognostiziert. Ich habe echt keine Lust. Ich hasse es zu warten. Draußen ist es fast am Frieren und ich schwitze mir drin den Arsch ab. Weil die Heizung in diesem Auto funktioniert wirklich wahnsinnig gut. Schwertransport, ach du Scheiße. Meine Hoffnung, im Dunkeln, im Hellen nach Hause zu kommen, hat sich dann auch wohl erledigt. Das ist halt die Jahreszeit. Ich hasse den Winter einfach. Früher als Schüler hat mir das nichts ausgemacht. Ich mochte halt lieber im Dunkeln an der Bushaltestelle stehen als im Hellen. Aber so als Selbstständiger kostet der Winter mich eigentlich nur ein Schweinegeld. Und warum das hier nicht weitergeht, weiß ich auch nicht. Und jetzt ist eine Ampel, aber ich trödel hier so seit Ewigkeiten hin und her. So, jetzt geht's weiter. Ich bin jetzt ungefähr vor 48 Minuten losgefahren.
musst du immer noch locker eine halbe Stunde fahren. Und hin war ich in 55 Minuten ungefähr da. Vor mir fährt noch ein LKW mit 70, aber immerhin kann ich Sprit spannen. Jetzt sind wir wieder in Backband. Ach du Scheiße. Ja, so ungefähr 19 Minuten ist das Video jetzt schon lang. Ja, ich war gestern voll gerade im Video in Leer. Ja, hat natürlich alles nicht so geklappt, wie es wollte. Als ich zurückgefahren bin, war es nebelig wie Sau. Ich konnte keine 5 Meter vor das Auto gucken, sagen wir 7 Meter. Nebelschlussleuchten hat mein Auto, aber keine Nebelscheinwerfer. Wusste ich gar nicht. Egal, bin dann irgendwie nach Hause gekommen. Ja, das machen wir jetzt. Ich werde heute meinen neuen Helfer kennenlernen. Der hatte mich mal kontaktiert, weil er meine Antwort bei Facebook gelesen hat, dass ich noch irgendwie wieder Leute suche. Ich habe da eigentlich nur in der Gruppe damals da gepostet, damit meine Seite ein bisschen populärer wird. Da haben sich mehrere Leute drauf beworben, komischerweise. Ich sage, jede scheiß Firma oder jede richtige Firma hier in Wittmund und Umgebung sucht Leute. Nur meine Firma. Ich habe mehr Helfer, nenne ich es einfach mal, als Aufträge. Ich habe die ganze Woche nichts zu tun. Ich sage, heute ist Freitag. Ich habe die ganzen letzten 5 Tage nur nachmittags in meinem eigentlichen Job gearbeitet. Ich habe bis 10, 11 Uhr morgens geschlafen oder mittags. Und dann halt Buchführung gemacht und Weihnachtsgeschenke bestellt und irgendwie mehr Geld ausgegeben als verdient. Ja, also es ist zum Kotzen derzeit. Ich wollte mich ein paar Mal wieder fest anstellen lassen, aber war dann auch irgendwann mal wieder froh, dass ich das nicht gemacht habe. Ja, viele Pläne fürs nächste Jahr. Ich muss noch ein bisschen Kohle kratzen, dass ich noch ein bisschen mehr Geld in Werbung investiere. Ja, ich fahre heute noch nach Werdum. Quatsch, in meine Halle nach Werdum. Ja, mal gucken. Ja, ich habe gerade mit einem neuen Helfer gesprochen. Der kann wohl was, ist auch gelernter Handwerker. Das ist für meine Tätigkeit eine gute Voraussetzung, sag ich mal. Weil gelernte Handwerker einfach ein gutes, logisches und räumliches Denkvermögen haben. Wissen, wie man Anhänger bläht, wie man Ladung sichert. Alles ganz gut. Er ist auch wohl Schweißer. Ich hatte ja noch mal über Winter vor, wenn der Schrottplatz zu hat, dass ich dann quasi so eine Art Laubschutz, so eine Brackenerhöhung baue. Und wenn du dann so einen gelernten Schweißer oder einen geprüften Schweißer an der Hand hast, dann ist das natürlich auch gut, weil meine Schweißerprüfungen sind alles abgelaufen, brauche ich ja nicht wieder zu erneuern, kostet alles Geld und ich brauche es halt nicht. Und irgendwie so ein, dass ich halt mehr laden kann, beziehungsweise höher laden kann, weil so alles, was mit dem Netz zu sichern, ist alles zu gefährlich und immer mit einem halbleeren Anhänger dazu hinzufahren, ist auch scheiße. Ja, kostet vor allem Zeit und Geld und halt, ja, irgendwie mit Ladungssicherung ist scheiße. Allein das Netz drüber zu machen ist scheiße. Wenn man halt so eine, wenn man die Bracken halt höher sind als die Ladung, dann kann man das Netz dann logischerweise einfacher drüber fummeln und ja, deswegen ist das eben so. Ja, ich fahre jetzt hier nach Sillenstedt. Ich hatte im Internet gesehen, dass jemand eine Waschmaschine in Shorten zu verschenken hatte. Ich wusste natürlich nicht, dass es Sillenstedt ist und ich wollte die gestern hinfahren, bis gestern war ich in Leer. Ja, dann fahre ich da schnell hin. Ich habe zwar auch nichts mehr verdient, aber vielleicht einen neuen Kunden gewonnen, ich weiß es nicht. Immer positiv denken in dieser Scheißzeit. So, in Hefer nichts Neues. Gerade die Waschmaschine da in, wie hieß der Ort jetzt, Sillenstedt abgeholt. Das ist immer wieder erstaunlich, wie weit das von mir zu Hause entfernt ist. Ja, im nächsten Teil des Videos fahren wir zum Weihnachtsmarkt nach Dornum. Mit meinem Vater zusammen, vielleicht filme ich da ein bisschen rum, mal schauen. Dann wäre es das auch wieder für dieses Video. So, wir sind jetzt hier in Dornum angekommen. Wir wissen bloß nicht, wo der Weihnachtsmarkt ist. Schön ist es hier auf jeden Fall. Nein, das ist so nicht verkehrt. Ja, wir müssen jetzt einmal hier ums Schloss rumlaufen, weil die hier Ausgang und Eingang getrennt haben. Ich stand natürlich gerade schön vorm Ausgang. Ich darf jetzt hier einmal da ums Schloss herumlaufen. Ich weiß natürlich nicht, ob ich da filmen darf. Das ist doch schon ein Eingang. Ich finde den Ort hier eigentlich ganz niedlich. Aber hier ist auch viel Leerstand. Gerade da war ein Möbelhaus, was ich ja gerade gezeigt habe, wo das Wasser runterlief. 125er-Serie Zuleben hatten die 2016 noch. Sieht aber länger verlassen aus als 7 Jahre. Oh, schöne Anlage hier.
schwimmen sogar Enten rum. Richtiger Eingang, der ist mir würdig. Schöne Anlage hier. Im Dunkeln kommt das bestimmt ganz schön rüber. Ich habe noch nie gehört, dass ein Weihnachtsmarkt Eintritt kostet. So, das hier ist das Schloss Dornum. Dornum sind wir hier, glaube ich. Ich verwechsel das immer mit Dunum. Das ist ganz komisch. Ich filme dieses schöne Gebäude hier mit meiner Actioncam. Eigentlich ist es dämlich würdig. Aber ich wollte meine große Kamera lieber zu Hause lassen. Ja, ich kann euch mal einen kleinen Schwenk von diesem Wanderpark hier zeigen. Es sind leider ziemlich viele Leute und ich darf das dann natürlich nicht hochladen, wenn alle Leute drauf sind. Darum jetzt einfach mal so hier so ein bisschen in der Runde gefilmt. Wir haben sie schön gemacht. Im Dunkeln wird das bestimmt ein bisschen besser rüberkommen, aber ich muss um 17 Uhr, dann wird man uns ein Bier holen. Auch noch nie. Weiß ja nicht, wo hier Scheißhäuser für dich sind. Scheiße, die meisten Räume waren leider abgeschlossen, aber verhindert. Ich wäre da gerne länger mit euch drin gewesen, aber das geht halt leider nicht. Eine nette Anlage hier. Das erste Mal, dass ich für einen Weihnachtsmarkt Eintritt bezahlt habe. Das kostet mal gerade 3 Euro. Na gut, in der heutigen Zeit sind 3 Euro nicht viel Geld. Ne? Ist ja nicht auch ein schöner Weihnachtsmarkt. Ja, ich bin da jetzt nicht großartig von angetan, aber es ist ein schöner Markt. Ich brauche es einfach nicht. Da hinten kommt man eine Krakau, kaufen für 3 Euro und eine Bratwurst für 2,50. Das ist ja für die heutige Zeit sogar noch recht günstig. Ich habe auch keine gekauft. Oh. Wir haben noch Leberwurst gekauft. Jetzt geht's nach Hause. Ja, schönen guten Tag, liebe Freunde. Auf dieser Route werden Straßensperrungen in 9 Kilometer umfahren. Oh, du befindest dich auf der schnellsten Route. Jupp. Die voraussichtliche Ankunftszeit ist 14.38 Uhr. Da bin ich ja mal gespannt, wo ich da lande. Ja, erstmal schönen guten Tag, liebe Freunde. Wir haben heute Montag, 11.12.2023. 13 Tage ist Weihnachten. Ja, wir waren ja zusammen auf dem Weihnachtsmarkt in Dornum neulich zusammen. War die letzte Aufnahme dieses Videos, die war da vorgestern. Ja, dann habe ich auch noch mal Aufträge, ganz komisch. Heute habe ich, glaube ich, mehr Stationen anzufahren wie in den letzten 2 Wochen. Ja, heute habe ich 2 Stück in Jever, 2 Stück in, einen in Shortens und dann noch einen in Rispel, glaube ich. Und glaube ich 4 Stationen nachher und 2 Stück noch in Wittmund. Da haben sich sogar 2 Stück auf meine Anzeigen gemeldet, bin ich ganz stolz drauf. Ja, ich fahre jetzt mal wieder die übliche Strecke nach Jever. Wenn es was Interessantes gibt, sage ich euch das. So, jetzt stehe ich hier am Theodor-Pekoll-Platz. Theodor-Pekoll war einer der Erfinder von Bussen. Er kommt aus Sillenstede hier in der Nähe, das waren wir schon häufiger mal. Ja, hier ist mein Auto. Da habe ich geparkt, als ich mein Handy neu bekommen habe. Und als ich mein Handy neu bekommen habe, ist auch, glaube ich, die erste Tour mit dem Auto hier. Ja. Nun suche ich hier eine Hausnummer. Das Navi hatte mich gerade schon wieder verarscht. Wollte natürlich die Fußgängerzone schicken mit diesem niedlichen Gespann hier. Weihnachtsmarkt, eigentlich ein ganz schöner Weihnachtsmarkt, war ich mit der Schule mal hin zu meinen Abi-Zeiten.
schön am Abend. Ja, ich wollte gerade eine Waschmaschine raus runterholen, hieß es erste Stock. Ich dachte, die sieben Treppen schaffst du wohl. Das mögen wohl 20 gewesen sein. Ich dachte, das Ding lass mal schön da stehen. Hatte ich leider erst noch falsch geklingelt und hatte mir einer noch ein paar so nie wie so ein Schloss, hier einen Axtträger und eine Achse gegeben. Achsschenkel und hier einen Einkaufswagen. Ja. Da habe ich jetzt irgendwas mitbekommen und bin ich umsonst hier gefahren. Jetzt fahren wir Richtung Objefa und holen da eine Hantelbank ab. Ja, fahren wir immer weiter durch Jever durch. Hier wird wahrscheinlich so eine Aufnahme sein, die ich bei Instagram posten werde und bei Facebook. Aber Facebook poste ich hauptsächlich die Videoaufnahmen, bei Instagram nur Bilder. Ja, mal schauen. Schön nervig, dass man hier nochmal 30 lang fahren darf, aber das habe ich schon häufiger mal erzählt. Fahren wir hier mal rein. Adernhausener Kreisel, erste Ausfahrt aus Richtung Radom kommend. Da war ich noch nie reingefahren. Rausgefahren, wo man, wenn ich hier über Klevans hier in der Radung gefahren bin. Abbiegen auf Husumer Feld. So, dann muss ich hier irgendwie wieder rausfinden aus diesem schönen Wohngebiet. Nach 500 Metern rechts abbiegen auf Klevanser Schulweg. Wo muss ich jetzt hin? Am besten hier hin. Nicht richtig im Sinne. Ja, ich fahre jetzt zum Bowling Center nach Shortens. Da waren wir schon mal. 50 Metern links abbiegen auf Husumer Feld. Ja, stimmt, das kommt hin. Gut orientiert, habe ich mich ausnahmsweise mal. Ja, Bowling Center, da waren wir schon mal, war eigentlich gar nicht schlecht damals. Besonders, dass ich einen Tresor mitgenommen habe. Abbiegen auf Husumer Feld. So, jetzt geht es weiter Richtung Bowling Center. Ja, damals musste ich dann mit der Tresor mitgenommen. Ich dachte, Scheiße, der liegt immer noch bei mir in der Scheune rum. Ich habe immer vergessen, den auseinander zu klappen, weil ganz nimmt man den so nicht ab. Ja, Spraydosen war leider auch dabei, aber da nehmen sie mal mit und stecken einfach irgendwo im gelben Sack. Als Spraydosen musste ich auch durchschneiden, um sie als Metallschrott durchzukriegen. Das wäre vom Arbeitsaufwand hier noch zu hoch. Bin gespannt, was mich da heute erwartet. Ja, Bowling Center war soweit ganz gut. Da waren irgendwelche dicken Alu-Gussplatten aus irgendwie der Bowlinganlage. Ich weiß nicht, was es ist. War jedenfalls schwer und aus Alu und ja, war schon in Ordnung in der heutigen Zeit. Wird mal wieder dunkel hier. Scheiße, da ist viel nach 4 und es ist schon wieder fast dunkel. Na, ich muss doch noch eben zum Schrottplatz fahren. War eigentlich gar nicht eingeplant, aber so ist das eben. Ausnahmsweise kriege ich mal einen angewandt. Habe ich mal Aufträge reinbekommen, ganz ungewohnt. So, bei strömenden Regen in der Dunkelheit fahre ich jetzt nach Wippen und habe noch 2 Termine. Brauche ich aber nicht zu filmen, weil ihr sowieso nichts seht. Deswegen Wippen, wenn was Interessantes ist, filme ich das natürlich noch. Ich fahre jetzt hier wieder über Wiefeld und Eggelingen nach Wippen, weil die Abfahrt B210 gesperrt ist, oder die Ausfahrt. Da kein Bock zu. Auch Stadt Wittmund hat schön für Weihnachten geschmückt, wie ihr seht. Sieht echt schön aus. Ich war hier vor ein paar Wochen, also vor gut einer Woche, auf dem Adventsmarkt heißt es hier. War auch echt ein niedliches Fest. Ich bin auch echt kein Weihnachtsfreund. Aber es hat mir doch von der Stimmung her sehr gut gefallen. Auch wenn sie hier keine Musik spielen durften wegen GEMA und so weiter. Das ist Schwachsinn. Wird alles heutzutage nur noch vermarktet. Hauptsache, das Geld. Bratwurst kostet eine Bratwurstbude da übrigens 3,50 €. Würde ich nie dafür bezahlen. Guten Morgen, Freunde, am 12.12. 10.31 Uhr. Ja, gestern konnte ich nicht mehr filmen. Ich war gestern noch bei einer Frau und noch jemand anders. Aber das war alles nicht filmbar, weil es schon dunkel war. Ja, und gestern habe ich da beim Bowling Center noch jede Menge Aluminium, irgendwas aus der Bowlinganlage mitbekommen. Da war aber noch ein Eisenpin dran, den musste ich gerade erstmal rausflexen. Das habe ich ihn gerade gestern mitgenommen. Ja, nun fahre ich jetzt unseren Schrottplatz, hol denn da was, bringe da Edelstahl und Alu-Loop hin. Ich habe alles Edelstahl, was ich noch da liegen hatte, habe ich auch noch mitgenommen. Dann lohnt sich das wenigstens. Ja. Dahinter, als wir nach Shortens, in Adernhausener Straße, wo wir vorhin im Video waren, für mich gestern. Er sollte halt nicht mal Lehrmeister der Harry hinfahren, bloß für den wird es sich nicht lohnen, weil er zweimal fahren müsste mit seinen Anhängern, die kriegen alle so einen Schlag drauf. Ja, so ist es. Ja, vorhin war ich da an der Adernhausener Straße, war ganz gut, der Anhänger ist voll. Da war alles nur Geschirrspüler, Backöfen, Rasenmäher, also nichts, was irgendwie Wert und Rang und Namen hat. Aber egal, war nicht weit weg. Anhänger ist voll, ich muss da normal hin und ich muss jetzt mal tanken. 1,62 der Liter. Wollte eigentlich heute Abend tanken, bloß das wird sowieso nicht mehr billiger.
Hab für 50 Euro getankt, oder 49,99 um genau zu sein. So voll war der Tank noch nie, also nur außer als ich damals meinen Anhänger geholt habe. Sonst habe ich das noch nie so voll geschafft. Die 50 Euro, die ich jetzt gerade getankt habe, das sind ungefähr der Warenwert von dem Schrott, den ich jetzt heute Morgen aufgeladen habe, heute Vormittag aufgeladen habe. Ich musste die wieder um 13 Uhr meine Mutter abholen, darum konnte ich, musste ich erst von Radom aus nach Wittmund fahren, von Wittmund wieder zurück nach Lerfen und fahre ich wieder nach Wittmund und dann nach Wiefeld. Klasse. Ja, also ich habe genauso gut zu Hause bleiben heute, zu Hause bleiben können heute, aber ja, ich muss den Anhänger leer kriegen. Dann habe ich heute diese dicken Alu-Dinger von aus dem Bowling Center, es wurde mir dann als Alu 30% abgenommen, also 30% Anhaftung. Das ist im Prinzip das gleiche wie Stahl vom Preis her. Ey, den ganzen Tag zum Vergessen. Ja, ich fahre jetzt wieder nach Wiefels hin, über Eggeling, weil die Abfahrt B210 nach Jever, da die erste ist gesperrt. Ich wäre schon fast wieder über B210 gefahren. Das ist bloß blöd, weil ich dann mit einem großen Anhänger einmal quer durch die Jever an der Innenstadt fahren muss. Da sind natürlich viel mehr Polizeikontrollen und die wollen wir hier umfahren. Meiner Meinung nach ist das gut gesichert alles. Ich darf natürlich, will die Ladung jetzt nicht in die Kamera halten, weil ich die Ladung nicht transportieren darf offiziell. Ich will nicht, dass ihr das seht. Ja, hier in Richtung Eggeling habe ich mich gestern fast gegen Baum gefahren, wegen Aquaplaning. Nun fängt es hier schon wieder an zu nebeln. Jetzt, eure Kamera kommt nicht so rüber. Ja, egal. Aber ich fahre wohl im Dunkeln, im Hellen hier lang. Ich fahre gleich nochmal nach Wippo, wo ich gestern schon war, ohne zu filmen. Ich soll noch Müll abholen. Hier durch die Dunkler vom Wittmund fahre. Ich habe mir gerade noch in der Bromberger Straße ein Metallbett abgeholt. Gar nicht mal wegen dem paar Kilo Metallschrott, sondern einfach, das will ich als Brackenerhöhung verwenden. Ich hatte auch schon mal so ein Bettgestell in Alt von Exil abgeholt und kann ich mir über Winter eine Brackenerhöhung bauen. Das ist ja klasse. Nur blöd, weil ich kann die Zuladung meines Anhängers eigentlich nie ausnutzen, weil ich das nicht gesichert kriege. Ja, nun kann ich mir eine Brackenerhöhung bauen. So, ich war auch schon mal ein bisschen fleißig heute. Ich habe auch noch gar nichts gefilmt. Also das hatte heute mal ein bisschen Zeitdruck, weil ich heute Morgen einen Tannenbaum aufgestellt habe. Ja, und dann habe ich danach nachmittags schnell diese Fuhre hier abgeholt. Ja, kein großer Reibach hinter, aber ich hatte sonst nichts anderes zu tun und ich musste so zur Mülldeponie. Ja, ein paar schöne Bilder für Instagram. So, jetzt gehen wir doch gleich einen Waschmaschinenmotor verpacken. So, jetzt haben wir den nächsten Vormittag. Ich fahre jetzt gerade zur Mülldeponie, fahre gleich über Eggeling. Mir kam natürlich gerade schon, als ich von meinem Stellplatz runterbog, ein Polizeiauto entgegen. War zum Glück nur ein Mann in meinem drin, der guckte mich aber auch recht sparsam an. Also ich habe echt keine Lust, mit dem Gespann jetzt in eine Polizeikontrolle zu geraten. Ich meine, die Tonne, die ich zuladen darf, habe ich, glaube ich, knapp unterstritten. Das ist halt ziemlich hoch gepackt und das sieht auch recht merkwürdig aus. Aber es sind jetzt drüber sogar zwei. Also ich habe trotzdem diese Verkehrskontrollen keine Lust, weil da Überladungssicherung sagt jeder was anderes und ich habe da keine Ahnung von. Ich mache sogar über leere Anhänger ein Netz drüber, aber das nützt im Falle des Falles auch nichts. Hier mal gerade von der Mülldeponie weg, musste heute 48 Euro bezahlen. Das ist jetzt in einem Vierteljahr Selbstständigkeit das erste Mal, dass ich mehr als 32 Euro bezahlen muss. Der Kerl sagt aber auch, dass ein Chef sitzt im Büro und kann zugucken, was er da durchlässt. Und er sagte mir schon, am nächsten Mal kommt er mir wieder entgegen. Ja, ist schon alles in Ordnung, alles fair. Ich meine, das waren ja, ich habe jetzt 3 Kubikmeter bezahlt. Ne? Jeder, der ein bisschen rechnen kann, der kann sich einem ausrechnen, was 4 Meter mal 1,80 mal ungefähr einen Meter Höhe, ein Kubikmeter wirklich sind. Ja, da bin ich auch ganz gut mit weggekommen eigentlich. So, ich glaube, ihr könnt mich gut sehen. Ich habe ja ein Licht hier im Auto, vergesst das immer wieder. Ja, ich weiß, es ist jetzt nachmittags. Ich meine, die letzten Etappen dieses Videos waren nicht sonderlich spannend. Egal, ich war heute Nachmittag noch ein bisschen in Wippen unterwegs und dann beim Steuerberater gedacht, was soll ich da jetzt doof rumfilmen. Hab noch ein paar Elektrosachen abgeholt, ja. Irgendwie verlief mein Nachmittag heute mal wieder nicht so, wie ihr sollt, aber egal. Ich wünsche euch trotzdem einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Neujahr, schöne Silvesterfeier. Für mich am 14.12. und ja, ich hoffe, ihr seid um mich auch dieses Jahr wieder gewogen. Vielen Dank. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say-